Ja, herzlich willkommen heute zum 5. FUPA Talk ins Netz gegangen, der Online FUPA Talk heute mit Michael Klinkhammer. Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat. Wir sind zwar ein bisschen im Verzug, aber nichtsdestotrotz, wir haben es irgendwie hingekriegt und die Nominierung kam von Dennis Jans, unserem Schiedsrichter-Ass aus Wiesbaden. Erzähl doch mal kurz, wie geht's dir und deiner Familie? Ich sehe gerade, du bist zu Hause. Und wie kommt es, glaubst du, zu der Nominierung von Dennis? Also gut, also mir persönlich und meine Familie uns geht sehr gut. Also Krankheiten haben wir keine, also von Corona blieben wir bis dato auch verschont. Wir gehen auch alle schön fleißig arbeiten, überhaupt kein Problem. Also daher null Probleme und uns geht's gut. Und die Nominierung vom Dennis kann ich mir nur so erklären, ich habe ihn ja in der Vergangenheit schon 2-3 Mal auch getroffen und er ist immer wieder am Erzählen oder die Geschichte am Erzählen, dass ich ihn halt in jungen Jahren, wie er im Anfangsstadium vom Schiedsrichter sein war und Spiele geleitet hat, dass ich ihn da wohl tatkräftig immer unterstützt habe. Ja, und das fand er so toll. Ja, dass ich immer ein fairer Sportsmann gewesen wäre für ihn. Und das ist ihm halt nie aus dem Kopf gegangen. Das hat er halt immer noch im Hinterstübchen gespeichert. Ja, und daher denke ich mal, und die Wege, die sich gekreuzt haben jetzt auch in der letzten Monate und Jahre, waren halt immer sehr positiv. Ja, und da denke ich mal, ist dadurch die Nominierung, hat er mich dadurch dominiert? Keine Ahnung. Ansonsten wüsste ich jetzt keinen anderen Grund. Verfolgst du denn so ein bisschen die Karriere vom Dennis Jans? Ich meine, er hat ja jetzt auch schon Verbandsliga-Niveau, was er pfeifen darf und ist auch der Lehrwart im Schiedsrichterwesen. Genau. Verfolgst du das? Also so richtig verfolgen nicht. Man kriegt es halt immer mal wieder mit. Man liest ja auch viel oder einiges. Ja, und wir hatten letztes Jahr oder vor 2 Jahren so ein Meeting mal oben in Hahn gehabt, ging es dann um die WM vom Drei Ecken ein Elfer. Ja, haben wir auch so ein Meeting gehabt mit dem Laubinger, mit dem Dennis und mit mir. Da hat er mir die Geschichte halt auch nochmal erzählt, wie toll er das fand. Und wie gesagt, man sieht sich halt immer mal wieder. Ja, und ich weiß da schon, dass er jetzt auch auf Verbandsliga-Ebene pfeift und ist auch ein guter Mann. Ja. Daher, aber ansonsten richtig verfolgen tue ich das natürlich nicht. Ja. Okay. Kommen wir mal. So gut kennen wir das dann auch nicht. Ja, okay. Also dich hat schon überrascht, dass er dich nominiert hat am Ende des Tages, oder? Ja, klar. Ja, okay. Ja. Kommen wir mal zum Sportlichen. Es hat sich ja einiges in deiner Persona getan. Einerseits so ein Stück weit die Trennung beim SV Weil-Rabenstein und andererseits dann auch die News, dass du beim SV Hallgarten anfangen wirst zur neuen Saison. Beide Seiten interessieren natürlich. Einerseits, wie kam es zu der Trennung bei Rabenstein und andererseits, wie kam es denn dann zum Kontakt mit Hallgarten? Okay, also Weil-Rabenstein ist so gewesen, ich hatte ja da schon mal ein Engagement vor 12 Jahren. Das war damals A-Klasse, das war ein Neustart und Neuaufbau. Da hatten wir ein Konzept erstellt über 5 Jahre. Das ist ja, da hat es auch nach einem Jahr, sie haben sich da die Wege getrennt gehabt. Das war quasi jetzt nochmal ein Neustart, jetzt in Weil-Rabenstein. Ich hatte ein Gespräch mit dem Dirk und mit dem Winnie Weimer, mit dem Dirk Hühnerbein, mit Winnie Weimer und sind uns relativ schnell auch einig geworden. Ja, und habe mich auf das Engagement auch gefreut. Laut Papier hatten wir auch eine sehr gute Mannschaft, ja, mit sehr guten Einzelspielern. Nur wie sich halt letztendlich rauskristallisiert hat, die Jungs alle in Ordnung. Ich hatte mit keinem von den Jungs irgendwelche Probleme, nicht das Geringste, habe mich mit allen sehr gut verstanden, auch mit dem Dirk Hühnerbein sehr gut verstanden und mit dem Winnie Weimer sehr gut verstanden. Die Zusammenarbeit war top. Nur, was sich halt rausgestellt hat, wir hatten halt A, ein riesengroßes Verletzungspech, dass halt wirklich nicht eine, auch nicht zwei, sondern immer 4, 5 absolute Leistungsträger von Anfang an, von
ich sag mal, runden Start an, ausgefallen sind. Und es ist natürlich einfach dann eine Aufgabe gewesen, die war einfach mit dem Ziel, wo du hattest, dass wir eigentlich um den Aufstieg mitspielen wollten, die Konstant, die du dann dafür brauchst, um das umzusetzen, konnten wir nicht umsetzen mit der Truppe, die dann hinten dran war. Ja, also ich sage, wir hatten einen Kader von 22 Mann, weil Ramstein hatte nur die eine Mannschaft. Ja, das war auch für mich völlig okay vor der Saison. Also ist das auch, wenn alles funktioniert und alle gesund sind, ist das auch ein super feines Arbeiten. Aber durch die Verletzung, das war wirklich eine Hypothek, die konnte man einfach dann auch nicht stemmen auf die Dauer. Weil es war auch nicht nur ein oder zwei Wochen, ja, das ging über mehrere Wochen. Und jetzt gerade, wenn es dann zu Spiele kam, in Aalen, in Bleidenstadt, hast du halt, oder gegen Pressberg, dann hast du halt auf die Mütze bekommen. Ja. Es hat gegen die anderen hat's gelangt. Ja. Gute Runde, trotz allem noch gespielt, aber war nie überzeugend. Und letztendlich, der ausschlaggebende Punkt war der, dass wir es halt auf dem Platz nicht geschafft haben, eine Mannschaft darzustellen. Ja, wir waren kein Team. Die Jungs alle super in Ordnung, privat alle top, aber auf der Mannschaft hat einfach die Hierarchie überhaupt nicht gestimmt. Ja, also die Captains und die sogenannten Führungsspieler haben sich von anderen auch nichts sagen lassen auf dem Platz. Also es war daher war das halt kein Miteinander. Das war teilweise gegeneinander. Ja, und das war das große Problem bei Rabenstein. Und letztendlich war es dann so, ausschlaggebender Punkt, wie wir in Bleidenstadt das wie wir verloren haben, 5-0 auf die Mütze bekommen, das war wie eine Verweigerung. Ich habe nach dem Spiel, bin ich dann vor die Mannschaft getreten, habe gesagt, also Jungs, so geht es ja nicht weiter. Wir müssen da irgendeine Lösung finden. Wobei ich zu dem Zeitpunkt ganz ehrlich gesagt, ich hatte dann montags nach dem Spiel, hatte ich dann mit Dirk Hünebein direkt ein Telefongespräch. Und da sagte er, Klinges, wie kriege ich mir die Kuh vom Eis? Und ich für meine Person habe da schon beschlossen gehabt, ich sehe da keine Möglichkeit. Weil ich sehe, dass die Mannschaft auf dem Platz einfach nicht funktioniert. Das haben die Mannschaft und auch ich halt als Trainer nicht hinbekommen. Ja, ganz einfach. Ja, vielleicht in den ersten Wochen vielleicht hier und da kleine Fehler gemacht. Kann ich im Nachhinein, ja, ist mir immer schlauer. Ja, waren vielleicht kleine Rätsel, die dann halt nicht so gestimmt haben, ganz am Anfang. Aber wobei wir dann relativ schnell beide uns einig waren, dass eine weitere Zusammenarbeit halt auch dann keinen Sinn macht, weil ich hatte das Vertrauen, ich hatte das Gefühl, die Mannschaft vertraut mir nicht zu 100%. Und wenn du das Gefühl als Trainer schon hast, vertraust du halt deine eigenen Truppe da nicht. Und ich habe gesagt, und das dann weiterzuführen, noch über mehrere Wochen länger, macht keinen Sinn. Macht wirklich keinen Sinn. Und letztendlich hat sich ja rauskristallisiert, die Jungs, ich habe aufgehört und die Jungs haben die letzten 5 Spiele alle verloren. Ja, also es hat mit Sicherheit, das hat aber der Dirk auch wirklich nochmal bestätigt. Der hat zu mir gesagt, Ling, ich weiß, dass es nicht an dir liegt, weil 6 Wochen vorher hat er mir noch ein Feedback von der Mannschaft gegeben, ja, dass alles super ist, Trainingsarbeit super, die Ansprache klasse, ja, und ich als Typ wäre super, ja, also die Jungs waren rundum zufrieden und dann 6 Wochen drauf, ja, nach der dritten Niederlage, die wir dann in der ganzen Runde hatten, so wie wir dann in Bleidenstadt verloren haben, auf einmal haben sie die Ausrede und das Training wäre nicht mehr gut und da, die Ansprache wäre lasch und das und das und das. Die Jungs einfach nach Ausreden gesucht und wie gesagt, das macht dann keinen Sinn, weil ich bin normalerweise auch nicht der Typ, der dann während der Runde hinschmeißt. Das war auch das erste Mal, wo ich sowas gemacht habe. Ich habe eigentlich, egal wo ich war, immer die Saison durchgezogen, aber das war da halt, ich sag mal, wir waren ja von beiderseitigen Einverständnis war das letztendlich. Ja, okay. War nicht nur meine Seite, kam auch vom Dirk, hat gesagt, er sieht ja auch keine Möglichkeit, hat sich mit dem einen oder anderen nochmal unterhalten gehabt. Und somit haben wir die Weiterarbeit halt dann beendet. Also einvernehmliche Trennung und aufgrund des sportlichen Erfolgs und auch vielleicht ein bisschen die Umstände, die im Vorfeld in der Saison
Vorbereitung und am Anfang waren. Ja, ja. Alles. Und mal perspektivisch jetzt. SV Heilgarten, der neue Verein. Ja. Wie kam es da zu dem Kontakt? Und es ist ja auch irgendwo ein spannendes Team, weil letzten Endes etwas überraschend aufgestiegen in die Gruppenliga. Genau. Jetzt aktuell immer noch mit einem Punkt ausgestattet und es ist ja, ja klar, in welcher Liga es dann nächste Saison weitergeht. Wie ist denn da bei so einer Konstellation die Zielsetzung für dich als Trainer? Sind ja auch ein paar Leistungsträger weggegangen mit den Georges nach Eltville. Aber wie stellst du dir da die Zusammenarbeit vor und was ist deine Zielsetzung? Also es ist so, die Heilgartner, ich hatte mit dem Christian Raum, mit dem Alex Much schon vor 3 Jahren mal ein Gespräch, ein sehr gutes, wo ich mir lange überlegt habe, ob ich den Weg wähle, das Engagement in Heilgarten anzunehmen. Habe mich aber damals, da haben sie in der Kreisoberliga auf dem 4. letzten Platz gestanden, es waren noch 5 Spieltage und ich habe gesagt, da war ich mir nicht zu 100% sicher, dass sie die Klasse halten. Und ich wollte auf keinen Fall in der A-Klasse trainieren und habe mich dann dafür entschieden, halt da abzusagen vor 3 Jahren, obwohl ich das Konzept und das, wie die Jungs aufgetreten sind und das Drumherum, wie sie aufgestellt sind, das hat mich damals schon überzeugt, war richtig super. Und da habe ich halt so für mich, habe ich dann damals abgesagt. Ja. Und der weitere Verlauf von der Heilgartner hat man ja dann gesehen, wo der Weg ging ja dann steil nach oben. Da haben die Klasse dann souverän gehalten und ist ja drauf aufgestiegen. Jetzt mit dem Engagement, jetzt ist es so, dass ich als allererstes, also ich hatte mit Alex 2 kurze Gespräche und wir sind uns direkt einig geworden. Also wir versuchen schon, die Truppe, wie sie jetzt da steht, grob zu halten. Ja, hoffen wir, dass wir das umsetzen können. Ich finde es halt einfach toll, das Familiäre, ja, die mannschaftliche Geschlossenheit, das bin ich. Ja. Das kann ich auch verkörpern. Also ich verkörper das genauso für das, was Heilgarten steht. Familiär, mit Leidenschaft Fußball spielen. Ja, das Ganze drumherum, ja, ein Klüngel, ja, das ist super. Ja, und es funktioniert jetzt über Jahrzehnte schon gut da oben. Und ich denke mal, da bin ich ganz gut aufgehoben. Und es hat mir gefallen, es hat mich überzeugt, wie sie aufgestellt sind. Und das sportliche Ziel für nächste Saison, wie du ja schon richtig angesprochen hast, mit einem Punkt, da ist ja nicht mehr viel zu holen. Ja, es ist natürlich auch unwahrscheinlich schwer, wenn man ein ganzes Jahr kein Spiel mehr gewonnen hat, ist ja Wahnsinn. Ja, aber es ist klipp und klar gesagt, für die neue Saison einen kompletten Neustart. Also einfach die Uhren auf Null zu stellen, komplett Vorbereitungen laufen zu lassen, je nachdem, wann wir wieder anfangen können, keine Ahnung. Aber dann einfach zu sagen, ein Neustart komplett und einfach mal von Woche zu Woche nur denken. Also das Ziel ist jetzt nicht, ja, wir wollen wieder oben mitspielen, um Gottes Willen. Wir gucken erstmal, dass wir vielleicht in der KHL wieder gesund und anständig ankommen, ja, gute Leistungen und gute Fußball rüberbringen, ja, faire Fußball rüberbringen und dann sehen wir mal weiter, wo der weitere Weg hingeht. Wenn man mal so ein bisschen in dein Fußballprofil reinguckt, dann sieht man ja auch, dass du in letzter Zeit immer noch aktiv unterwegs bist. SV Salzenhahn, auch früher, ich kann mich noch an Duelle erinnern, bei der SG Meilingen. Welchen Stellenwert hat denn der Fußball bei dir im Leben? Ja, ein sehr großer, ist klar. Also ich bin seit meinem 10. Lebensjahr aktiv im Verein. Ja, habe in Gonsenheim die komplette Jugend durchlaufen und bin dann über Station SV Wehen, Eltville, ja, Hallgarten als Spieler. Auch SV Wiesbaden und ja, wie so weiter, Hechtsheim, Limburg, ja, über mehrere Stationen halt immer weiter. Hab mich halt in früheren Jahren halt auch da orientiert, ich wollte mich immer sportlich verbessern. Ja, ich bin da halt auch nie nach ein paar Euro mehr oder was oder ein paar D-Mark mehr, bin ich nie gegangen. Ich wollte mich immer sportlich verbessern. Das habe ich zu meiner Zeit halt relativ gut umsetzen können. Ich habe es bis in die Oberliga Hessen geschafft. Ja, habe ich 5 Jahre lang gespielt, unter anderem SV Wiesbaden und Limburg 19. Und es war eine interessante und super Zeit.
Und wie gesagt, der Fußball, es ist halt einen sehr hohen Stellenwert, nimmt er ein, ja, weil sich mehr oder weniger 30 Jahre, ja, roundabout 35 Jahre eigentlich mehr oder weniger alles um den Fußball dreht. Mhm. Ja, hat sich halt mit dem Fußball auch super, mit der Arbeit super vereinbaren lassen. Ja, daher ist das halt immer gut aufgegangen. Ich bin von Verletzungen weitgehend verschont geblieben. Daher konnte ich halt auch fast durchgehend immer spielen. Ja. Und deswegen gut. Fußball super. Ja. Zwei Sachen habe ich noch mit dir vor. Einerseits die Rubrik Quickshots, das heißt, ich schieße aus der Pistole, du musst dann recht schnell antworten. Okay. Und dann habe ich noch eine letzte Frage an dich. Bist du bereit für die Quickshots? Ja. Okay, dann Stollen oder Noppen? Noppen. Kunstrasen oder Rasen? Rasen. Trainer oder Spielertrainer? Mittlerweile Trainer. Meistertitel oder Pokalsieg? Meistertitel. Sommer- oder Wintervorbereitung? Sommervorbereitung. Grätsche oder Luftzweikampf? Grätsche. Okay, das war's schon. Und die letzte Frage, ich hatte sie auch letzte Woche mal dem Dennis Jans gestellt. Inwieweit spielt denn für dich als Trainer und auch als Spielertrainer ehemalig das Portal FUPA eine Rolle? Also es ist jetzt so, dass ich in den Portalen eigentlich auch gar nicht so viel unterwegs bin. Ja? Wobei ich jetzt wirklich sagen muss, also das FUPA, da bin ich ja hier und da schon mal drin in dem Portal. Also ich finde es auch toll, wie das umgesetzt wird, gerade im Hinblick auf den Amateurfußball, dass da viel gemacht wird, ja, viel kommuniziert wird. Und also ich finde das Portal klasse, die Einrichtung sensationell cool. Ja, und also ich finde es sehr positiv. Ja, definitiv. Okay, und dann sind wir am Ende angelangt. Wir wollen das weiterführen. Ja, das heißt, wir sind ja jetzt schon in der 5. Ausgabe. Wir wollen auch eine 6. machen. Und du darfst als nächstes jemanden nominieren, den wir anrufen dürfen. Okay. Also ist der, ich würde den Ludwig Ansbach, würde ich dann vorschlaggen. Er ist ein ganz alter Weggefährte, wie ich damals mit 22 zum SVW gegangen bin. War so, dass ich ihn da als Mitspieler kennengelernt habe. Und es wurde ein Freund über Jahrzehnte. Und vor 6, 7 Jahren war dann mein Trainer nochmal in Kostheim. Ja, nach meiner Germania Wiesbaden-Zeit wollte ich dann als Trainer nicht mehr arbeiten, habe ich dann nur noch Fußball gespielt. Habe gesagt, ich will jetzt nur Fußball spielen. Und da hat er mich als Trainer nach Kostheim geholt. Und das war auch nochmal eine super Zeit, wo wir viel gelacht haben. Und es ist einfach ein guter Freund geworden. Ja, wie mir das halt so, was so an Freundschaften immer mal hängen bleibt im Laufe der Jahre durch den Fußball. Und wie gesagt, mittlerweile ein sehr guter Freund und halt lange Jahre ein sehr guter Trainer auch gewesen, sehr erfolgreich. Ja, mittlerweile hat er das Handtuch geschmissen, ja, weil er mit der Generation nicht mehr so klarkommt. Ja, und jetzt hat mich mit hoch nach Wien geholt als Scout, ja, als Jugendscout. Regionalscout und da sehen wir uns wieder regelmäßig. Also aktuell halt nicht, aber daher nominiere ich Ludwig Ansbach. Super, da freue ich mich auf das nächste Telefonat. Michael, vielen Dank für deine Zeit, dass das heute noch geklappt hat. Ich bin gespannt auf die Reaktion der Community. Da sind ja schon einige spannende Aussagen, die du getätigt hast. Auf jeden Fall super, dass du bei dem Format mitgemacht hast und ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg dann beim SV Hallgarten und vor allem ganz, ganz viel Gesundheit, dass du gut durch die Zeit kommst. Danke dir. Wünsche ich dir auch. Gell? Und mach weiter so, ist super Sache. Danke, bis denn. Alles klar. Mach's gut.